Hello, hier sitzt der DCS aus Köln. Unser neues Album heißt Silber und ihr guckt Backspin TV. Wie das damals schon lief. Was du siehst, ist was du kriegst. Es geht um Musik, um Beats und Raps, nicht um Geschäft und Politik. Das ist nicht Frieden oder Krieg. Denn im Prinzip läuft das so, wie das damals schon lief. Reime und Beats. Wir sind die letzten 12, 13 Jahre, die wir keine Musik gemacht haben, schon immer relativ nah beieinander geblieben und sind ja auch einfach sehr tief in diesem Rap-Ding verwurzelt. Und es war eigentlich immer wieder so die Ansage zwischen uns, so der Common Sense, ey, lass nochmal ein Album machen. Es fehlte einfach so ein bisschen die Zeit und der Kopf, das dann auch so von A bis Z dann auch durchzuziehen, weil eine Albumproduktion ist einfach mehr Arbeit, als man so denkt. Ja, also durchweg positiv, klar. Von Seiten meiner Familie jetzt kann ich sagen, wurde ich da auf jeden Fall unterstützt mit sehr viel Verständnis und Geduld, wenn Papa dann wieder am Wochenende irgendwie unterwegs ist ins Studio oder sich abends einschließt im Zimmer, um irgendwelche Platten durchzuhören und Cuts aufzunehmen, Beats zu machen, was auch immer. Über Singapur und Java nach Bali, im größten muslimischen Land der Welt. Weil letztlich ist es so, ich meine, so eine Albumproduktion so in seinen normalen, geregelten Tagesablauf einzubinden, geht halt nicht. Ne? Das heißt, du musst es immer in der Zeit machen, die du normalerweise halt mit deinen Kindern oder mit deiner Frau halt rumhängst oder im besten Fall mit beiden. Und deswegen ist es auf jeden Fall auch ein Kompromiss, den unsere Familien da gemacht haben, damit wir uns einfach nochmal so eine Runde selbst verwirklichen können, wo wir halt oberdankbar für sind. Gleichzeitig war es mir halt auch sehr wichtig, das meinen Kindern und meiner Frau auch zu zeigen. Das ist ein Teil von mir und ich habe meine Frau kennengelernt, nachdem ich aufgehört habe, aktiv Platten zu machen. Und deswegen bin ich irgendwie auch glücklich, dass ich das nochmal zeigen kann. Das ist ein sehr, sehr großer, sehr wichtiger Teil von mir. Und mein ältester Sohn findet es geil. Also, ne? Kennt die Songs, weiß schon, wer ist und so. Das ist Philipp, das ist Schiff und so. Ja, das ist Philipp, das ist Papa natürlich. Und ich habe auch einen Song für ihn gemacht. Eins heißt der, richtet sich ein bisschen an ihn und an meine Frau. Einfach so diese ganze Phase, die Geburt eines Kindes, die Veränderung eines Lebens, wenn ein neuer Mensch dazukommt, für den man ab jetzt verantwortlich ist. Insofern kann man sagen, dass so dieses ganze Familien-Drumherum irgendwie auch auf dieser Platte sich wiederfindet. Musik ist harter Stoff und ich habe ziemlich früh angefangen und gebe mir seitdem ziemlich heftig rund um die Uhr. Ja, das ist eine ganz lustige Geschichte eigentlich, weil der Sido, er hat es ja mittlerweile auch öffentlich so gesagt, also darf man das so erzählen, tatsächlich uns gefragt hat, ob er nicht mitmachen darf bei uns auf dem Album, nachdem er hörte, dass wir wieder was machen. Denn es war wohl so, dass unser erstes, wie war das nochmal damals, unsere erste Single, ihn so ein bisschen inspiriert hat, überhaupt zum Rappen. Und er hat das sehr gefeiert und feiert es wohl heute noch. Hör du mal auf, wir fangen jetzt an. Ja, wir sind voll berufstätig und haben uns heute alle einen Tag Urlaub genommen, um hier bei Backspin TV sein zu können. Musik ist ein Hobby. Ne, und zwar ein sehr zeit- und kopf- und leidenschaftsintensives Hobby, was wir aber gerne betreiben, weil wir einfach irgendwie für uns festgestellt haben, es gibt kaum eine größere Erfüllung, als Musik machen zu können. Das ist eine ganz große Sache, diese Liebe und Leidenschaft zu etwas auch ausleben zu können und möglicherweise auch noch ein paar Leute zu finden, die es irgendwie mitteilen. Aber das ist Hobby. Wir sind Atza. Ob wir überhaupt nochmal ein neues Album machen, das halten wir uns offen. Ich glaube, wir hatten alle jetzt wirklich so eine positive Erfahrung, dieses Album zu machen, dass ich mir vorstellen kann, dass wir jetzt nicht sagen, okay, das war's und jetzt irgendwie wieder Tür zu. Ich glaube aber nicht, dass wir im April mit einem neuen Album anfangen werden. Ungesund und teuer. Wie wir die Entwicklung von Deutschrap mitbekommen haben,
Es war schon so, dass die Zeit, als wir uns quasi so ein bisschen zurückgezogen haben, da kam eine krasse Trendwende im Deutschrap, nämlich dadurch, dass in Anführungsstrichen endlich dieses Straßending auch mal groß wurde. Also Rap war bis dahin viel, ja, es wurde ja auch immer so ein bisschen als Studentenrap beschimpft, was bis zu einem gewissen Grad ja auch stimmte. Und Hip-Hop ist eine Kultur, die von der Straße kommt. Deshalb wurde das einfach Zeit, dass das in Deutschland auch mal sein Licht bekommen hat. Und für uns war aber klar, dass das mit uns dann nichts zu tun hat. Das sind wir einfach nicht. Nichtsdestotrotz gab es da auch sehr gute Künstler und unglaublich schlechte Künstler, wie immer. Wie es ist, was kommt dann, es kommt und kommt an. Wie war das, wie es war. Also ich wohne ja in Berlin und ich wohne sogar in Berlin-Mitte. Von daher, wenn du mich fragst, wie ich Hipster-Rap finde, dann kriege ich direkt irgendwie allergischen Ausschlag, weil ich finde Hipster ganz schrecklich. Finde den Ausdruck aber auch irgendwie komisch. Also nur weil einer irgendwie eine Nerdbrille anhat und ein Holzfällerhemd trägt, wenn er gute Musik macht, macht er gute Musik. Und es ist mir dann auch wurscht, wie der aussieht. Also im Gegensatz zu den meisten anderen Künstlern heißt bei uns Album nicht gleich Tour. Wir haben keine Zeit, so diese regulären, branchenüblichen Auswertungsszenarien und Zyklen mitzumachen, 2 Wochen auf Nightliner-Tour zu gehen. Wir sind schlichtweg berufstätig und haben Familie. Ich habe keinen Bock, 2 Wochen meine Söhne nicht zu sehen und meine Frau nicht zu sehen. Ich habe auch keinen Bock, 2 Wochen Urlaub zu nehmen, um auf Tour gehen zu können. Wir lassen uns gerne buchen, wenn es irgendwie gute Sachen gibt. Sind wir voll offen. Lifehouse koordiniert so ein bisschen die Live-Actions für uns. Machen auch gerne mal Freitag und Samstag irgendwie eine Show, wenn jemand irgendwas Interessantes hat, aber so richtig auf Tour gehen ist einfach nicht drin. Wie es ist, was kommt dann, was kommt und kommt an. Wie war das, wie es war, wie es ist, was kommt dann, was kommt und kommt an. Wie war das nochmal, als es so war, dass alles schwer war, das Leben